Christoph Kolumbus suchte einen neuen Weg zu den legendären Reichtümern Asiens und landete im Oktober 1492 mit seiner Mannschaft auf einer Insel der Bahamas. Dort wurde er freundlich von den Eingeborenen mit Geschenken empfangen. Der Autor Friedhelm von Otegraven schreibt in seinem Buch Litanei des Weißen Mannes: Man muss sich in Erinnerung rufen, mit welcher Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit sie, die Indianer, anfangs die Weißen empfangen hatten. Kolumbus rühmte wiederholt ihre Gutmütigkeit und gesittete Lebensart. Die Indianer hatten sich den Fremdlingen ohne allen Argwohn genähert und bereitwillig zum Tausch angeboten, was sie besaßen. Es sind Menschen von Liebe und ohne Habgier. Ich glaube, dass es in der Welt kein besseres Volk noch besseres Land gibt, schrieb Kolumbus an die katholischen Könige. Sie liebten ihren Nächsten wie sich selbst. Sie haben die lieblichste Sprache der Welt und sind sanftmütig und immer lachend. Als Christoph Kolumbus im Jahr 1492 in der Karibik landete, lebten im Norden des neu entdeckten Kontinents, also auf dem Gebiet der heutigen Vereinigten Staaten von Amerika und Kanadas, Schätzungen zufolge bis zu 18 Millionen Ureinwohner. 400 Jahre nach Kolumbus, im Jahr 1890, lebten im selben Gebiet nur noch etwa 250.000 sogenannte Indianer. Wenn die Schätzung stimmt, dann haben weniger als 2% der ursprünglichen Zahl an Ureinwohnern überlebt. Was ist mit den anderen 98% der Ureinwohner Nordamerikas passiert? Ein Jahr nach seiner ersten Entdeckungsfahrt brach Kolumbus im Jahr 1493 mit einer Flotte von 17 Schiffen und über 1000 Begleitern ein weiteres Mal in Richtung Amerika auf. Unter ihnen befand sich neben Bauern und Handwerkern auch eine große Horde mit Vorderladern und Bluthunden ausgerüsteter Abenteurer. Denn bei seiner zweiten Reise ist Kolumbus weit weniger freundlich zu den Ureinwohnern, sondern verbreitet Furcht und Schrecken unter ihnen. Obwohl Kolumbus noch ein Jahr zuvor schrieb, dass es in der Welt kein besseres Volk gibt, soll er bei seiner zweiten Ankunft unter anderem den Eingeborenen die Frauen weggenommen haben. Und wer nicht genug Gold abliefern konnte, sei versklavt oder gleich auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Karl-Heinz Deschner schreibt in seiner Kriminalgeschichte des Christentums über Kolumbus: In der Provinz Kikao auf Haiti, wo er Goldfelder vermutete, ließ er allen über 14-Jährigen, die ihre Bringschuld an Gold nicht erfüllten, die Hände abhacken. Die Opfer verbluteten. Nach Kolumbus kamen noch viele Schiffe mit spanischen Eroberern und Kriegern, Missionaren und Siedlern. Um Streit zwischen den vorherrschenden Seemächten zu vermeiden, teilte Papst Alexander VI. Im Jahr 1493 mit der Bulle Inter Cetera die Welt in eine portugiesische und eine spanische Hälfte auf. Daraus ergab sich, dass das damals noch unbekannte Brasilien den Portugiesen zufiel. Später kamen noch weitere Länder hinzu, die sich Territorien auf dem neu entdeckten Kontinent eroberten und in Besitz nahmen. Der Papst sah sich nicht nur als Stellvertreter Gottes auf Erden, sondern war wohl auch der Meinung, dass ihm die Welt gehören würde und er sie nach Belieben aufteilen könne. Kann man sich vorstellen, dass Jesus einen ganzen Erdteil an Könige und Fürsten verschenken würde, damit diese dann die bestehenden Zivilisationen zerstören, die Bewohner versklaven oder töten und auch deren Land ausbeuten? Für die Ureinwohner des neu entdeckten Kontinents begann daraufhin eine grauenvolle Zeit. Nur ein winziger Bruchteil der Millionen Indianer, Inkas, Mayas und Azteken werden am Ende die eingeschleppten Krankheiten und die grausamen Schlachten und Massaker überleben. Im Gegensatz zu Lateinamerika, wo die spanischen Konquistadoren zum Teil auf durchorganisierte Hochkulturen wie die der Maya, Inka und Azteken trafen,
lebten in Nordamerika auf einer riesigen Fläche mehr als 500 ganz unterschiedliche Stämme mit ganz unterschiedlichen Sprachen und Stammeskulturen. Die verschiedenen Stämme hatten insgesamt weit über 100 verschiedene Sprachen. Zur Verständigung über die Stammes- und Sprachgrenzen hinweg dienten zusätzliche Zeichensprachen. Um wichtige Mitteilungen auch über größere Entfernungen machen zu können, wurden zum Beispiel Rauchzeichen verwendet oder man vermittelte die Nachrichten mit Hilfe eines großen Tuches. Dass die Indianerstämme von einem Häuptling regiert werden, ist ein Klischee aus Wildwestfilmen. In Wahrheit hatten die meisten Stämme herrschaftsfreie, demokratische Strukturen. Bei den Irokesen und vielen anderen Stämmen gab es zum Beispiel einen Ältestenrat, einen Stammesrat oder das Ratsfeuer, bei dem die ältesten Stammesmitglieder sich berieten. Die Pueblo-Indianer waren mehr monarchisch organisiert. Die Bezeichnung Häuptling wurde von den europäischen Eroberern geprägt, die für ihre Beziehungen und Verhandlungen einen verantwortlichen Ansprechpartner wünschten. Die Indianer empfanden die Natur als beseelt, als lebendes Wesen, schreibt Karl-Heinz Deschner. Sie fühlten sich eins mit ihr, verwandt mit Tieren und Bäumen. Und alles gehörte allen. Alles war Teil einer gemeinsamen Mutter, von der man zwar lebte, gewiss, aber mäßig, die man schonte, auch schützte. Sammler waren sie und Jäger, doch sammelten und jagten sie nur das Notwendigste. Man unterscheidet vier Hauptgruppen: die Waldland-Indianer im Nordosten, die Küsten-Indianer an der Nordwestküste, die Pueblo-Indianer im Südwesten Nordamerikas und die Prärie-Indianer aus dem Landesinneren. Die Waldland-Indianer waren sesshaft und betrieben Ackerbau. Sie lebten in Wigwams, in zum Teil befestigten Häusern. Die Küsten-Indianer bauten Häuser aus Holz und fuhren mit Kanus aufs Meer hinaus, um Robben zu jagen und Fische zu fangen. Die Pueblo-Indianer waren sesshaft und lebten wie die Waldland-Indianer vom Ackerbau. Bekannt sind ihre Siedlungen aus mehrstöckigen Lehmhäusern, die teilweise gut geschützt in die Felsen hineingebaut wurden. Die Prärie-Indianer lebten in den bekannten Tipis, den kegelförmigen Zelten. Da sie Nomaden waren, war es wichtig, dass die Zelte schnell auf- und abgebaut werden konnten. Als Nomaden folgten sie den Bisonherden. Die Einwanderer brachten mit ihren Schiffen auch Pferde mit, die es vorher auf dem amerikanischen Kontinent nicht gab. Die Indianer erkannten schnell die Vorteile dieser Tiere und lernten sie zu nutzen. So wurden ihre Tipis immer größer, da sie diese bei einem Ortswechsel nicht mehr zu Fuß schleppen mussten, sondern mit Pferden transportieren konnten. Die europäischen Neusiedler kämpften in den ersten Jahren in einer ihnen fremden Umgebung ums Überleben und waren auf die Hilfe der Ureinwohner angewiesen. Indianer halfen ihnen teilweise sogar mit Vorräten aus, erklärten ihnen den Anbau von Mais oder trieben Handel mit den Siedlern. Die Vorgehensweise der Siedler war unterschiedlich. Die französischen Einwanderer trieben mit den befreundeten Indianern Handel und machten Tauschgeschäfte oder erreichten ihre Ziele mit Geschenken. Die Engländer arbeiteten mit Verträgen und Abmachungen und versuchten so, ihren Einfluss und ihre Gebiete auszuweiten. Wenn sie sich aber durch die Indianer in ihren Plänen behindert sahen, zögerten sie nicht, ihre Pläne mit Waffengewalt blutig durchzusetzen. Es kamen immer mehr Siedler über das Meer und beanspruchten Land für sich. Zwischen 1620 und 1770 stieg die weiße Bevölkerung von 2000 auf über 2,2 Millionen an. Bald gab es erste Zusammenstöße mit den Ureinwohnern, es begannen erste Kämpfe und auch erste Massaker der Europäer an den Indianern. In der Tageszeitung Mein Echo schreibt der Journalist Thomas Burmeister über die aus England eingewanderten calvinistisch geprägten Puritaner: 1637 meinten die Puritaner,
die erst wenige Jahrzehnte zuvor an der Massachusetts Bay in Nordamerika eine neue Heimat gefunden hatten, dass sie mehr Land brauchen könnten. Kurzerhand erklärten sie die seit Menschengedenken hier lebenden Pequot-Indianer zu Kindern Satans und bliesen zum Heiligen Krieg. Selten ist ein Volk von übermächtigen Feinden so gründlich ausgerottet worden wie die Pequot von den bibeltreuen englischen Einwanderern. So ließ der niederländische Generaldirektor der Westindischen Kompanie im Jahr 1643, wie Karl-Heinz Deschner berichtet, 100 friedliebende Indianer im Schlaf erwürgen und allerlei abgehackte Köpfe einbringen. Aber eigentlich begann der Völkermord an den Indianern bereits mit der Weisung von Papst Alexander VI., bei der zweiten Expedition von Christoph Kolumbus auch Missionare mitzunehmen, mit dem Auftrag, dass man barbarische Völker unterwerfe und dem echten Glauben zuführe. So wurden die ersten europäischen Kolonisten von christlichen Missionaren unterschiedlicher Glaubensrichtungen nach Amerika begleitet. Fanatische Missionare setzten ihren Glauben oft mit Gewalt durch. Indianer mussten ihren traditionellen Glauben und oft auch ihre gewohnte Lebensweise aufgeben. Dies trug ohne Zweifel zur Zerstörung der indianischen Kulturen bei. Papst Franziskus bezeichnete dies 2018 als einen bescheidenen Anfang, der den ganzen amerikanischen Kontinent, so wörtlich, mit der Gnade Christi erfüllt habe. Der Papst, von dessen Thron ausgehend der Völkermord an den ursprünglichen Einwohnern Amerikas seinen blutigen Verlauf nahm, spricht von der Gnade Christi für den amerikanischen Kontinent. Ist das nicht eine zynische Verhöhnung aller ermordeten indigenen Völker und ein schändlicher Missbrauch des Namens Christi? Es ist, als gäbe Franziskus erneut den päpstlichen Segen zu einem der größten Völkermorde, die sich in der Geschichte der Menschheit ereignet haben. Was der Papst als Gnade Christi bezeichnet, bedeutete, die Indianer von ihrem Land zu vertreiben, ihre Dörfer niederzubrennen, sie absichtlich mit Seuchen anzustecken, sie in der Wüste verhungern zu lassen, Männer, Frauen und Kinder wahllos zu erschießen und viele Scheußlichkeiten mehr. Und das nicht nur über Jahre oder Jahrzehnte hinweg, sondern bis die Indianer nahezu vollständig ausgerottet waren. Es gibt verschiedene Schätzungen darüber, wie viele der Ureinwohner Nordamerikas, vor allem die eingeschleppten Krankheiten, aber auch die Massaker und Kriege durch weiße Einwanderer schlussendlich überlebt haben. Wie schon bereits gesagt, geht eine Schätzung davon aus, dass sich die Zahl der Ureinwohner Nordamerikas von 18 Millionen im Jahr 1492, dem Jahr der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, bis zum Jahr 1890 auf 250.000 dezimiert hat. Das sind weniger als 2% der ursprünglichen Bevölkerung. Eine schreckliche Bilanz. Zur geschichtlichen Orientierung. Im Jahr 1565 errichteten die katholischen Spanier eine erste Kolonie auf dem nordamerikanischen Kontinent, zu der vor allem das heutige Florida gehörte. Die protestantischen Briten siedelten im heutigen Virginia in den USA und 1607 die katholischen Franzosen im heutigen Kanada. Die Anhänger der beiden Konfessionen haben den grausamen Völkermord in Amerika quasi unter sich aufgeteilt. Im Süden mordeten die Katholiken, im Norden überwiegend die Protestanten. Die Lebensweise der Indianer war sehr vielfältig. Das Wissen wurde von der älteren Generation an die jüngere weitergegeben. So lernten die Frauen, Stickereien und kunstvollen Schmuck herzustellen, das Weben von Stoffen und das Nähen von Kleidern, sowie Gemüse und Ackerbau und das Konservieren von Lebensmitteln. Auch das Gerben der Felle für die Zelte fiel unter ihre Verantwortung. Je nach Begabung gab es noch viele Handwerke und Künste, die die indianischen Frauen ausübten. Dazu gehört auch die Herstellung von Keramik und Töpfereien.
Auch das Flechten von Körben und vielen anderen wichtigen Behältern war eine Kunst, die von den Indianerinnen ausgeübt wurde. Und das alles zusätzlich zum alltäglichen Haushalt und dem Aufziehen und Erziehen der Kinder. Die Frau wurde geachtet und konnte sich durch gute Arbeit genauso einen beachteten Status erwerben wie ein tapferer Krieger oder Jäger. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind hatten verschiedene Aufgaben. Alle, Verwandte wie Tante, Onkel und Großeltern, arbeiteten zusammen und schafften so die Lebensvoraussetzungen für den gesamten Stamm. Für viele der protestantisch geprägten europäischen Eindringlinge waren diese Menschen nur Vieh, und es kursierte das Sprichwort, der Indianer habe nicht mehr Seele als ein Büffel. Doch tatsächlich haben sie die Indianer, Männer, Frauen und Kinder, noch abscheulicher abgeschlachtet und hingemordet als die großen Bisonherden. Bevor die Europäer den amerikanischen Kontinent entdeckten, sollen ca. 30 Millionen Bisons Nordamerika bevölkert haben. Überlebt haben gerade mal 30 Tiere. 30 Bisons von 30 Millionen. Wie kommt das? Die Bisons in Amerika wurden zu Millionen abgeknallt. Vor allem wollte man sie ausrotten, um vielen Indianern ihre Nahrungsgrundlage zu nehmen, und zum anderen wurde Leder für die Stiefel der Soldaten benötigt. Es wurde zum Volkssport, zum Beispiel vom Zug aus mit dem Gewehr Bisons abzuschießen. So konnte ein einziger Schütze bis zu 100 Tiere täglich erlegen. Es war wohl das größte Wildtiermassaker, das es je gab. Und das vor allem deshalb, um der Urbevölkerung die Lebensgrundlage zu nehmen. Bibelfanatische Briten erklärten die Indianer einfach zu Kindern Satans, und das grausame Morden begann. Einer der sogenannten Pilgerväter, William Bradford, er lebte von 1590 bis 1657, schrieb über das Gemetzel: Diejenigen, die dem Feuer entkamen, wurden mit dem Schwert erschlagen. Einige wurden in Stücke gehauen, andere mit Dolchen durchbohrt, so dass man mit ihnen schnell fertig war. Es war schrecklich anzusehen, wie sie im Feuer brieten, und auch die Ströme von Blut waren entsetzlich. Außerdem roch und stank es, aber der Sieg war ein süßes Opfer, und die Pilgerväter beteten danach zu Gott, der alles so wunderbar für sie gefügt hatte. Der Prediger Alexander Layton sagte, Gott sei ein großer Krieger und die Bibel sei das beste Lehrbuch des Krieges. Die Bibel ist im Gegensatz zur Kirchenlehre eben gerade nicht in allen ihren Teilen das reine Gotteswort. Ihre Inhalte stammen von den unterschiedlichsten Autoren. Wir finden darin einerseits Texte, die für die gesamte Menschheitsgeschichte bis heute richtungsweisend sind, wie die 10 Gebote Gottes durch den Gottespropheten Mose oder die Bergpredigt des Jesus von Nazareth. Wir finden auf der anderen Seite aber auch ungezählte Verfälschungen und Hinzufügungen, die die Priester verschiedener Zeitepochen gemäß ihres Bewusstseins niedergeschrieben haben und die mit Gott, dem Ewigen und mit Christus nicht das Geringste zu tun haben. Etwa die Behauptung, Gott sei ein strafender Gott, der sogar Völkermord und Todesstrafe befohlen habe. Oder dass es angeblich Gottes Wille sei, dass Priester, die er, der Ewige, nie eingesetzt hat, auf grausame Art Tiere töten sollen, um sie ihm, dem Gott der Liebe, zum Opfer zu bringen. Gott offenbarte zwar durch den Propheten Jeremia, und auch das steht in jeder Bibel, dass er Tieropfer nie befohlen habe und weist sogar auf den Lügengriffel der Schreiber hin, nachzulesen in Jeremia Kapitel 8, Vers 8. Doch den Päpsten und protestantischen Fanatikern gefallen die gefälschten Teile der Bibel anscheinend besser, denn sie berufen sich meist nur auf diese. In diesem Sinne kann man im Alten Testament der Bibel praktisch für jede unmenschliche Gräueltat eine Vorlage finden. Pfarrer John Cotton lehrte zum Beispiel, die Christen könnten die Eingeborenen angreifen, auch ohne provoziert zu werden, weil sie nicht nur das natürliche Recht auf das Territorium besäßen, sondern sogar einen Auftrag von Gott, ihnen das Land wegzunehmen. Damit meinte er wohl die schriftlichen Aufforderungen in den Bullen von Papst Nikolaus V. und Papst Alexander VI.
Am 18. Juni 1452 legitimierte Papst Nikolaus V. mit der Bulle Dum Diversas persönlich die Eroberungen und den Sklavenhandel. Wörtlich erlaubte die päpstliche Bulle den Conquistadores, die Länder der Ungläubigen zu erobern, ihre Bewohner zu vertreiben, zu unterjochen und in die ewige Knechtschaft zu zwingen. Und im Jahr 1493 betonte Papst Alexander VI. Mit der Bulle Inter Cetera Divinae, dass die Bekehrung der Ungläubigen in den noch zu entdeckenden Gebieten die erste Sorge der Entdecker sein muss. Wörtlich, dass man barbarische Völker unterwirft und dem echten Glauben zuführt. So wurden den Menschen jegliche Skrupel genommen. Die höchste religiöse Instanz forderte sie ja schließlich auf, alle Indianer zu vertreiben, zu unterjochen und in die ewige Knechtschaft zu zwingen. Dass man sie dabei auch gleich massenhaft ermordete und am Ende praktisch ausrottete, war dann wohl nur noch Auslegungssache. Die Missionare und Priester intervenierten jedenfalls in der Regel nicht. Im Gegenteil. Karl-Heinz Deschner bestätigt dies, wenn er schreibt: Nur allzu oft wurden die Massaker gebilligt oder gar geleitet von Regierenden, Geistlichen, militärischen Kommandanten. Auch seien sie von den Kanzeln geschürt und verteidigt worden. Im 18. Jahrhundert verteilte man dann sogar mit Pockenviren verseuchte Betttücher an die Indianer, um sie auf diese Weise schneller auszurotten oder wie die katholische Kirche es nennt, auszumerzen. Denn es wäre, so der britische General Amherst, zu schade, britische Soldaten gegen dieses Ungeziefer einzusetzen, so der Historiker Karl-Heinz Deschner. Wie mit den Indianern umgegangen wurde, zeigt auch folgendes Beispiel. Nachdem der Pueblo-Stamm der Acoma sich nach 3 Tagen und großen Verlusten den Spaniern ergeben musste, wurde durch die Spanier angeordnet, dass jedem männlichen Acoma über 25 Jahren je ein Fuß abgehackt wurde und sie 20 Jahre lang bei den Spaniern als Sklaven dienen mussten, wie auch alle männlichen Acoma zwischen 12 und 25 Jahren und wie alle Frauen über 12 Jahre. 2 Indianern, die zufällig im Pueblo zu Besuch weilten, sei die rechte Hand abgehackt worden, wohl als Botschaft und Warnung an ihre Heimatdörfer. Es wurden immer wieder Deportationen und Umsiedlungen ganzer Indianerstämme angeordnet, um an das Land der Indianer zu kommen und die Stämme gleichzeitig zu dezimieren. Die Armee spürte die Indianer mit Bluthunden auf, man verhaftete, erhängte sie, holte die Männer vom Feld, die Frauen aus ihren Häusern, entriss Kinder ihren Eltern. 15.000 Cherokees mussten durch Eis- und Schneesturm barfuß gehen, sodass viele an Kälte, Krankheit und Misshandlungen zugrunde gingen. Als die Reise zu Ende war, säumten 4.000 stumme Gräber ihren Weg nach Arkansas, so Karl-Heinz Deschner. Bei den Indianerkriegen gegen Mitte des 19. Jahrhunderts und danach, so berichtet Deschner weiter, ging es schlicht um Ausrottung. Man gestand Indianern kein Recht auf Grundbesitz zu. Man brannte ihre Dörfer nieder, vernichtete ihre Herden, ihre Ernten, Kleidung, Lebensmittel. Man trieb die letzten Überlebenden in immer kleinere Reservationen, die dann von Goldwäschern und Siedlern überschwemmt wurden. Es war der totale Krieg. Auf dieser Karte ist dargestellt, wie viele Todesmärsche es gab, die oft viele hundert Kilometer in unwirtliche Gegenden führten, wo die Aussicht auf ein Überleben, mangels Anbau- und Jagdmöglichkeiten, meist sehr schlecht waren. Der Offizier John Milton Chivington war gelernter evangelisch-methodistischer Prediger und auch noch einige Jahre als Missionar unterwegs, bevor er zur Armee wechselte. Im September 1864
stellte Chivington ein Kavallerieregiment aus Freiwilligen zusammen, die einzig zu dem Zweck ausgebildet wurden, Indianer zu töten, wann und wo immer man sie fände. Eine Parole, die Chivington an seine Soldaten ausgab, lautete sogar: Verdammt jeden, der mit Indianern sympathisiert. Tötet sie und zieht ihnen die Kopfhaut ab, ob groß oder klein. Aus Nissen werden Läuse. Am 29. November 1864 rückte Chivington mit 700 Soldaten von Colorado aus zu den Stämmen der Cheyenne und Arapaho. Die Soldaten eröffneten ohne Vorwarnung in der Morgendämmerung das Feuer. Sie töteten auf grausamste Weise 450 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, da die meisten Männer auf der Büffeljagd waren. Die Soldaten schnitten schwangeren Frauen die Embryos aus den Bäuchen, töteten Säuglinge durch Fußtritte, verstümmelten die Genitalien von Männern und Frauen und dekorierten ihre Pferde und Wagen mit Körperteilen, die sie den Indianern abgeschnitten hatten, wie Genitalien oder Kopfhäute. Ihre Trophäen stellten sie anschließend während einer Parade in Denver öffentlich zur Schau. Den Indianern war vorher von amtlicher Seite versprochen worden, dass sie in dieser Siedlung in Sicherheit seien. Doch Chivington waren diese Abmachungen gleichgültig. Er sagte: Ich bin hier, um Indianer zu töten, und dazu ist jedes Mittel recht. Als später eine Untersuchung des Massakers eingeleitet werden sollte, stellte sich sogar Präsident Lincoln persönlich hinter ihn, sodass er dafür nicht belangt werden konnte. Noch im 20. Jahrhundert sagte der 32. Präsident der USA, Theodore Roosevelt: Unser großes Land ist kein Tierschutzgebiet für schmutzige Wilde. Die meist nur mit Pfeil und Bogen bewaffneten Indianerstämme konnten sich gegen anrückende US-Truppen manchmal sogar erfolgreich verteidigen. Als die US-Armee jedoch mit Repetiergewehren ausgestattet wurde, hatten sie keine Chance mehr, Widerstand zu leisten. Erst recht nicht gegen den mörderischen Einsatz von maschinellen Tötungswaffen wie Gebirgshaubitzen, Hotchkiss-Schnellfeuerkanonen, die 100 Schuss pro Minute abfeuerten, sowie Gatling-Kanonen, eine Art Maschinengewehr für größere Kaliber. Der amerikanische Schriftsteller Lyman Frank Baum, er lebte von 1856 bis 1919, wurde bekannt durch den Kinderbuchklassiker Der Zauberer von Oz. Er forderte in der Zeitung Aberdeen Saturday Pioneer am 3. Januar 1891 die totale Auslöschung der Indianer. Wörtlich schrieb er: Diese Zeitung hat zuvor erklärt, dass unsere Sicherheit von der totalen Auslöschung der Indianer abhängt. Nachdem wir ihnen jahrhundertelang Unrecht getan haben, sollten wir diesen noch ein weiteres Unrecht folgen lassen und diese ungezähmten und unzähmbaren Kreaturen vom Angesicht der Erde wischen. Über 150 große Schlachten gegen die Indianer bzw. Massaker an ihnen sind in die Geschichte eingegangen. Das letzte Massaker fand am 29. Dezember 1890 bei Wounded Knee statt. Soldaten des 7. US-Kavallerieregiments töteten bis zu 350 Männer, Frauen und Kinder der Lakota-Indianer unter Häuptling Spotted Elk. Die Armee postierte sich mit ihren Schnellfeuerkanonen auf einer leichten Anhöhe vor der Indianersiedlung, während eine Gruppe von Soldaten die Zelte nach Waffen durchsuchte. Sie wurden aber nicht fündig, da die Indianer ihre Waffen längst abgeben mussten und so unbewaffnet waren. Ein Indianer hatte jedoch ein neues Gewehr erstanden und es versteckt. Als er es nicht hergeben wollte, löste sich im Gerangel ein Schuss. Blindwütig eröffnete das bereitstehende Regiment das Feuer aus ihren 42mm Hotchkiss-Gebirgskanonen auf Männer, Frauen und Kinder, auf alles, was sich in der Siedlung bewegte. Dabei töteten die Granaten die meisten Indianer. Sie töteten aber auch 25 ihrer eigenen Soldaten, die noch im Lager unterwegs waren und nach Waffen suchten. Just in diesem Moment kam ein eisiger Blizzard auf, der 3 Tage lang das Gebiet mit dem Schlachtfeld heimsuchte. Die Körper der Toten erstarrten in Eis und Schnee.
und konnten erst nach dem Abflauen des Sturms geborgen werden. Sie wurden in Massengräbern beigesetzt. Fotografen fanden auch den noch immer im Schnee erstarrten Häuptling Spotted Elk in westlicher Kleidung. Er hatte mehrere Schusswunden. Unter einigen Wolldecken im Schnee fand man nach 4 Tagen noch ein Kleinkind. Das Mädchen lebte noch, nach 4 Tagen ohne Nahrung, immer noch gefesselt und geschützt auf dem Rücken seiner gefrorenen Mutter. Das Baby wurde von den überlebenden Mitgliedern seines Stammes gepflegt und es erholte sich und überlebte. Es wurde Tsintkala-Nuni genannt, das bedeutet verlorener Vogel. General Leonard Wright Colby nahm das Kind zu sich und adoptierte es. Für ihn war das kleine Indianerkind so etwas wie ein Kuriosum, sozusagen ein Souvenir des Massakers. Das indianische Mädchen habe unter einer Kindheit voller Vorurteile und Ablehnung gelitten. Mit 17 wurde sie schwanger und Historiker vermuten, dass sie von General Colby sexuell missbraucht wurde. Er schickte sie in eine Besserungsanstalt für unverheiratete Mütter, wo ihr Kind tot geboren wurde. Auch ihr weiterer Lebenslauf verlief eher traurig. Sie wurde keine 30 Jahre alt. Im Februar 1920 starb sie und wurde in einem Armengrab in Hanford beigesetzt. Die wenigen überlebenden Indianer der Siedlung von Spotted Elk wurden in das Pine Ridge Reservat gebracht, wo sie einer katholischen Missionsstation übergeben wurden, während die am Massaker beteiligten Soldaten in Washington mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet wurden. Das Massaker wurde von staatlicher Seite als Erfolg gefeiert. Die Indianerfrage galt als gelöst. Die Indianer, die die Kriege und Massaker überlebten, wurden in Reservate verteilt. Die Reservate befanden sich meistens in unwirtlichen Gegenden, sodass eine Selbstversorgung und eine sinnvolle Beschäftigung zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht möglich war und die Menschen von staatlichen Lebensmittelrationen und in dieser perspektivlosen Lage oft auch vom Alkohol abhängig wurden. Doch nicht genug. Der kirchliche Machtapparat traf auch alle, die den Völkermord überlebt hatten, sowie deren Nachfahren. Eine ganze Generation von jungen Indianern zwang man noch bis in die 1970er Jahre in groß angelegte Umerziehungsprogramme in meist kirchlich geführten Heimen. Die Zwangsmission entriss den jungen Menschen ihre eigene Kultur, um sie zu folgsamen Protestanten oder Katholiken zu machen. Sie durften untereinander nicht ihre Stammessprache sprechen und mussten das Kirchenchristentum annehmen. Später kamen aus diesen Heimen seelische und körperliche Misshandlungen und auch sexuelle Missbräuche an die Öffentlichkeit. Junge indianische Frauen wurden teilweise unter Zwang sterilisiert. Man kann sich fragen, was geschehen wäre, wenn die neuen Siedler nicht nur dem Namen nach, sondern tatsächlich Christen gewesen wären, wenn sie das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe beherzigt und gelebt hätten. Wenn sie nur halbwegs das ethische Niveau der Urbevölkerung gehabt hätten, wie sähe das Land heute aus? Und wie würde es den Nachkommen der damaligen Indianer heute gehen? Millionen von Menschen wären am Leben geblieben. Möglicherweise hätte sich zwischen Siedlern und Ureinwohnern ein friedliches Zusammenleben in gegenseitigem Respekt aufbauen können. Stattdessen führten die Europäer einen schändlichen, gewalttätigen und zutiefst antichristlichen Eroberungsfeldzug. Die Ermordeten starben dabei jedoch im Glauben, ihre Mörder seien Christen. Und wer weiß, wie viele der Seelen der Ermordeten bis heute glauben, dass Christus und seine Nachfolger für ihr grausames Schicksal verantwortlich sind und so keinen Zugang zu Christus finden können. Deshalb kann man hier auch von Seelenmord sprechen. Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Fotografie noch in den Kinderschuhen steckte, machten Fotografen wie Edward Curtis und einige andere Fotografen Bilder von Indianern der verschiedenen Stämme. Lassen wir einige Augenblicke diese Porträts auf uns wirken. In dem Wissen, dass von 1492 bis 1890
Hunderttausende dieser Menschen, von Bibelfanatikern und Papstanhängern als unwertes Leben eingestuft und deshalb kaltblütig ermordet wurden. Es war nicht Christus, der die Ureinwohner Amerikas verfolgen, quälen und töten ließ. Es waren kirchliche Institutionen und durch diese irregeleiteten Menschen, die diese Gräuel vollbrachten, die sich fälschlicherweise auf Christus beriefen. In Wirklichkeit taten sie jedoch das Gegenteil von dem, was Jesus von Nazareth, der Friedefürst, lehrte und vorlebte. Solche unbeschreiblichen Gräueltaten entstehen durch das Wirken des großen Drachen, den Johannes in seiner Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, beschreibt. Dieser feuerspeiende Drache kreist, symbolisch gesehen, über der Erde, und wer sich durch Machtstreben und Skrupellosigkeit in seinen Bann ziehen lässt, kann leicht seine Beute und so auch zu seinem Helfershelfer werden. Es ist also nicht der Gott von oben, sondern der Gott von unten, wie Jesus von Nazareth es einmal ausdrückte, der die Menschen anstachelt, ihre Brüder und Schwestern zu unterdrücken, zu verfolgen und viele von ihnen zu ermorden. Erst im Jahr 2000 entschuldigte sich der Leiter des Büros für indianische Angelegenheiten, einer Behörde des US-Innenministeriums, für die Massaker und Verbrechen, die von seiner Behörde in den 175 Jahren ihres Bestehens begangen worden waren. Abgesehen von dieser Entschuldigung eines Einzelnen kann aber von einer wirklichen Aufarbeitung oder Wiedergutmachung dieser schrecklichen Ereignisse von Seiten der Regierung und der beteiligten Religionsgemeinschaften nicht die Rede sein. Es ist schockierend zu erfahren, dass eine päpstliche Bulle aus dem Mittelalter, die im Zusammenhang mit weiteren Bullen anderer Päpste so viel Leid, ja Genozide mehrerer Völker zur Folge hatte, sogar anscheinend bis heute vom obersten amerikanischen Gerichtshof als höchste Anweisung anerkannt und befolgt wird. So geschehen im Jahre 2005, als sich ein Indianerstamm an den obersten Gerichtshof wandte, weil auch heute noch versucht wird, den Indianern das ihnen verbliebene Land wegzunehmen.
In der Dokumentationsreihe Native America berichtete der TV-Sender Arte wie folgt: Dieselbe Eroberermentalität existiert bis heute. Weiterhin wird den amerikanischen Ureinwohnern ihr heiliges Land genommen, um Öl, Wasser und Mineralien zu gewinnen. Noch 2005 zitierte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten die päpstliche Bulle von 1493, um den Hordener Shawnee Landrechte zu verweigern, dem Stamm, der die erste Demokratie Amerikas errichtete.